A2.0. Die Zeichnung zeigt das Trapez ABCD mit AB parallel zur CD. Es gilt ABs 9, CD 4,5, AL 3 und DL 4 cm. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. A2.1 berechnen Sie das Maß Delta des Winkels ADC. Also, wichtige Informationen vorneweg. Man soll auf zwei Stellen nach dem Komma runden. Und es empfiehlt sich in der Skizze schon mal die bekannten Größen einzugeben. Nämlich AB sind 9 cm, CD sind 4,5. AL sind 3 und DL sind 4 cm. So, jetzt braucht man das Maß Delta des Winkels ADC. Der Winkel ADC ist ja dieser große hier und da sieht man vielleicht schon, hier ist ein rechter Winkel mit dabei, weil hier die Strecke DL die Höhe dieses Trapezes ist. Also müssen wir jetzt noch den Winkel ADL berechnen, diesen hier. So, wir gehen wie folgt vor. Wir schauen nach, was ist es für ein Dreieck. Wir haben ein rechtwinkliges Dreieck ALD. In diesem rechtwinkligen Dreieck gelten also Pythagoras, Sinus, Cosinus und Tangens. Pythagoras hilft jetzt nicht weiter, weil die dritte Seite ist nicht gesucht. Sinus und Cosinus brauchen die Hypotenuse, das ist ja die gegenüberliegende Seite vom rechten Winkel. Bringt also auch nichts, folglich bleibt noch der Tangens übrig. Der arbeitet mit Gegenkathete und Ankathete. Also stellen wir auf, der Winkel ADL lässt sich berechnen aus Tangens von Winkel ADL ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Hier oben beim Punkt D liegt der Winkel. Die Gegenkathete ist also die Strecke AL. Geteilt durch die Ankathete ist die Strecke DL. So, setzen wir bekannte Größen ein. Tangens vom Winkel ADL ist gleich AL waren 3 cm, DL waren 4 cm. Das können wir jetzt mit Hilfe vom Solver des Taschenrechners auflösen. Oder wir benutzen die Umkehrfunktion, also ADL ist gleich Tangens hoch minus 1 von 3 geteilt durch 4. Das schafft jetzt jeder Taschenrechner. Und da kommen raus 36,87 Grad. So, jetzt noch die 90 Grad dazu rechnen, also für den Winkel ADC gilt, das ist der Winkel ADL plus 90 Grad, also 36,87 Grad plus 90 Grad und das sind 126,87 Grad.